Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind wohl in Folge 42 von Oxygen Not Included. Ja, wir sind so ein bisschen am Umbauen hier mit der Rutsche und so und da hatten wir noch die Pufflet-Geschichte. Da müssen wir auf jeden Fall noch gucken, ob wir den Container wieder aufgemacht haben. Mit den Eiern haben wir gemacht, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das hier dann weiter an, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal. Hier oben wird schön gearbeitet. Wir bauen hier auch definitiv bald wieder Dingens ab. Sag schon, Algen. Das war ja noch ein Thema. Hier sind wir schon weiter. Warte mal, hier sind wir schon durchgearbeitet. Das bedeutet doch, dass wir da die Ziegel erstmal schon mal verlängern können, oder? Ja, hier unten müssen wir mal gucken, ob es da Keime gibt. Ja, da gibt es Keime. Okay, da müssen wir da ein bisschen aufpassen. Hier kommen natürlich... Oh, Kohle, sehr gut. Auch weiteres. Den haben wir hier gebaut, um da muss ein Algen rein, ne? Und das Schleim zu Algen. Ne, da muss Schleim rein. Das heißt, oh, ist das organisch? Schleim, ja. Da. Das sollte soweit funktionieren. Der ist schon dreiviertel fertig wohl. Das Ei kann auch irgendwann schlüpfen wahrscheinlich. Wahrscheinlich von alleine. Die sind leider immer noch nicht weiter. Ja. Das sieht gut aus. Die Toiletten sind komplett weg, ne? Ja, da ist noch ein Waschbecken. Und da oben ist das ja viermal vorhanden. Ich glaube, dieses Waschbecken bauen wir dann auch ab. Das brauchen wir dann auch nicht mehr. Dann können wir hier auch dicht machen. Dann gehen die hier unten nur noch mit Maske hin, oder? Nicht konfiguriert. Anzug liefern. Sollte doch da noch was sein, oder? Oh, weiß ich nicht, ob noch ein Anzug da ist. Müssen wir dann gucken, ob das gleich soweit ist. Okay, machen wir den Raum hierzu oder dazu, ist dann die Frage. Wir müssen ihn zumachen, dazu machen, weil wir hier schon so Filterdinger drin haben, ne? Das bedeutet, dass... die Tür können wir erstmal lassen, weil da kommt ja die Rutschestange hin. Das bedeutet, Ziegel kommen hier hin. Und diese Tür können wir... Standard ist das... Achso, durch die Tür konnten sie sowieso rein und raus. Nur hier konnten sie nicht raus. Alles klar, ne? Gucken wir mal gerade nochmal, ist das so? Ja, das ist so. Also, die ist ja demnächst sowieso Geschichte. Hier ist schon die Rutschstange, ja... Da auch, aber das ist so ein bisschen hier schlecht gebaut, würde ich sagen, ne? Da haben wir nicht aufgepasst, irgendwo. Ja. Das bedeutet, der Mikromatcher muss da weg. Die Küche muss da weg. Wäre schön, wenn man jetzt einfach dieses Teil hier packen kann. Und dann zu verschieben, ne? Hm. Wie sieht es mit der Temperatur hier aus? Hier ist es noch relativ kühl sogar. Vielleicht werden wir diesen Bereich noch für Duplikanten benutzen, dass die hier noch schlafen können, ne? Ich glaube, das wäre viel wichtiger. Und hier oben ist tatsächlich ein Kohlegenerator schon fertig gebaut mit Batterie. Und wahrscheinlich ist überhaupt kein Strom angeschlossen, oder? Nö. Das bedeutet, da müssen wir definitiv was machen. Isolierte Ziegel müssen da irgendwo hin, ne? Hier oder tiefer? Ne, ich glaube schon hier. Und hier haben wir schon auch weitergebaut? Ne. Wo geht denn die Reise hier noch weiterhin? Okay, da ist noch nichts so weit fertig. Die Etage ist schon richtig. Ja, das ist nicht passend. Wir sollten vielleicht mal hier hochkrabbeln, oder? Oh, da oben gibt's Kalt. Eis. Hier ist Neutronium. Das bedeutet, hier steht irgendwer hinter. Ja, da sollten wir dann mal vorsichtig da buddeln. Vielleicht können wir das ja erkennen, was da ist. Hm.
Okay, dann werden wir da einen. Hat man hier unten schon einen Geysir? Irgendwo war einer. Hier ist einer, ne? Der Chlorgasschlot. Geysir, sag ich, ist es nicht, ne? Okay, hier ist auf jeden Fall genug Metall noch. Und hier müssten wir mal weiterkommen mit dem Aufwischen. Das bedeutet, da brauchen wir vielleicht eine Leiter, die noch ein Stück tiefer geht. Mal so. Okay, da sieht es nach Keimen aus, oder? Ja, tatsächlich. Dann können wir da die Rutschstange mal so weit schon basteln. Und das andere höhlen wir schon mal aus. Ja, das mit den Keimen müssen wir dann auch noch gucken, ne? Das Ei dauert nicht mehr lange, dann ist das fertig. Und er ist schon irgendwie falsch geflogen. Das ist gerade ein bisschen doof. Und er fliegt nicht falsch. Aha, der kann auch nicht falsch fliegen, weil da ist ja die Tür noch zu. Die machen wir schnell auf. Und vielleicht macht es Sinn, das hier mal aufzubuddeln. Dann könnten da vielleicht, könnte der da vielleicht auch durchfliegen, wenn, ne? Weil, ja. Jetzt wird das wahrscheinlich auch noch zugearbeitet. Naja, dann ist das halt so. Ja, er muss auf jeden Fall einen Raum weiter. Definitiv. Ja, lass die Prio gerade so, das passt schon. So, wo schlafen? Ne, schläft keiner, nur Stinky schläft. Den höre ich da atmen wahrscheinlich. Das ist schon passiert. Das bedeutet, diese Tür. Diese Tür können wir zerlegen. Ja, die Pumpe muss man umbauen. Das ist falsch gelaufen. Und Rohr ist auch blockiert. Was filtert der denn? Gasausgabe, alle. Oh, irgendwie ist das. Wo ist denn jetzt hier mein Lüftungsoverlay da? Ach so, das ist das, ja. Ach, Sauerstoff, da steht's. Das Nichts ist nur das, was man auswählt. Okay. Okay, dann passt das. Da geht auch nichts weiter. Hier wird die dreckige Luft. Ja, aber wir müssen das tatsächlich umbauen. Das kannst du zerlegen und das kannst du zerlegen. Weil. Das ist ein bisschen falsch gelaufen hier jetzt leider, wegen der Rutschestange, die da noch hin soll, ne? Okay, da gehen jetzt schon mal welche hin, weil sie da das abbauen. Sehr gut. Dann brauchen wir nochmal Lüftung. Brauchen hier neben die neue Lüftung. Und das, was da ist, muss alles weg. Wir brauchen nochmal die Lüftung, weil wir ja dann gleich den Gasfilter hier nochmal neu bauen müssen. Zerlegen, zerlegen. Zerlegt wird es. Sanitär, nein, Lüftung. Gasfilter, geht er da jetzt schon hin? Ich glaube es. Kabel, Gasleitung zerlegen. Die muss da weg. Strom. Mach mal gerade schnell flott die Prio auf 8. Und dann müssen wir noch mal zur Lüftung. Die Gasleitung muss einfach so dahin. Und die muss dahin. Und die muss dahin. Ich hoffe, das klappt so dann. Na, jetzt geht die Luft dann natürlich voll da rein, ne? Gasfilter, Kabel, Gasleitung, Prio 9 zum Zerlegen. Weil wer weiß, was die da jetzt gerade in die Flaschen reinpumpen. Ja, hier schnell das kaputt machen. Ah, hat schon geklappt, gut. So, das passt, das passt, das passt.
Lüftung nochmal her. Das. Dahin. Und hier muss Sauerstoff ausgewählt werden. Dann ist das richtig. Und Strom brauchen wir noch. Das normale Kabel, ein weiter. Sehr schön. Das ist schon mal richtig. Hier können wir definitiv jetzt schon mal dann den Dingens hinbauen, den Ziegel. Und diesen können wir definitiv zerlegen. Zerlegen. Ziegel zerlegen. Und dann kann man hier die Rutschstange einfach verlängern. Dann haben wir das. Dann geht das schon mal schneller, ne? Warte, da können wir jetzt die Rutschstange auch gleich durchführen, weil sie haben das schon geschafft. Ja, hier müssen wir noch dran arbeiten dann. Nicht so schön, ne? Wie war das mit den Räumen? Das hatte der Mordor, glaube ich, gefragt, ne? Das sind alles Räume geworden, sehr schön. Das Bett mit dem Skulpturblock ist passend. Okay, da gab es Hunger. Deswegen ging es da nicht voran. Hier haben wir. Oh, da ist wer geschlüpft. Ah ja, schade. Sehe aber niemanden, der da geschlüpft sein könnte. Naja, ist auch nicht schlimm. Was macht unser. Ja, der ist leider falsch abgebogen, ne? Das Ei muss bald schlüpfen. Hier ist tatsächlich schon Schleim drin. Nee, nur ausgewählt. Und hier fehlt was? Kein Flüssigkeitsausgang. Okay. Was braucht denn die Distille da? Dieses Gebäude ist keine Rohrleitung angeschlossen. Gut, dann müssen wir mal gerade die Sanitärgeschichte aufrufen. Und das Rohr. Ausgangsrohr. Wo müssen wir denn damit hin? Hier unten im Prinzip. Wo ist denn hier Abwasser? Da ist Abwasser. Okay, das ist ein schweres Unterfangen, das Abwasser da lang zu legen. Ja, dann ist das leider so, dass wir das so machen werden. Und dann. Nein, aber hier müssen wir irgendwie so ein komisches Ding machen, dass das in die richtige Richtung läuft, ne? Aber das machen wir vielleicht zum Schluss besser erst. Irgendwie habe ich das mal bei einem gesehen, der dann so eine Rohrbrücke da machte. Die dann definitiv so funktioniert. Weil da ist gegeben, dass das Wasser so da durchläuft, ne? Vielleicht ist das so richtig. Das ist ja nicht nur eine Rohrbrücke, im Prinzip mit dem Pfeil da dran, da sieht man auch, wie die Flussrichtung des Wassers ist. Da ist er! 15 abgesehen, ja, ich weiß jetzt nicht, wird der jetzt da. Ach, da muss einer wahrscheinlich noch hingehen und den rausholen, dann passt das schon, ne? Gut, okay, das haben wir. Das haben wir alles soweit, ne, oder? Hier sind zwei Rohre schon da, deswegen brauchen wir da nichts machen, passt erstmal. Hier können wir gerade noch den Duplikanten ein paar Punkte zuweisen. Nur er ist es. Grillen, Kochkunst plus 2. Schon ausgewählt. Tragfähigkeit ist auch besser. Ja, wir haben ganz viele Sachen, die wir machen können. Ich würde dann tatsächlich hier Richtung Schutzanzug schon mal gehen, ne? So, dann sind wir mal wieder ein ganzes Stück weiter, denke ich mal. Wie sieht es mit Essen aus? 32.000 ist auch genug. Er hat sich das da gerade geholt. Hier sieht es auch gut aus. Okay, hier muss noch was passieren. Mit dem Gasanschluss. Ne, der Filter ist fertig. Die Stromleitung fehlt uns da. Kabel. Müssen wir bauen.
Und hier ist die Gasleitung, die müssen wir auch noch bauen. Dann sollte das ja funktionieren, oder? Da steht kein Gasgang, Eingang Sauerstoff. Hier können sie auch noch was bauen. Sieht doch erstmal schön aus, ne? Er hat eine Maske aufgesetzt, der Frankie, geht aber leider vorbei. Nisbet hat sich auch eine Maske geholt. Rennen geht gerade zurück. Rennen sah gerade grün aus, ne, oder? Jetzt aber nicht mehr. Okay, das läuft, das ist schon mal gut. Das heißt, unsere Sauerstoffproduktion läuft auch wieder. Ja, da wird nachgefüllt. Und das sieht auch alles gut aus. Da sehen wir gerade was Grünes, was dann nicht da oben hoffentlich durchläuft, sondern geradeaus läuft. Ja, ich glaube, der ist schneller dadurch, als ich gesehen habe, ne? Ja, passt auf jeden Fall. Wunderbar. Hat alles gut geklappt, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.